I think she had two primary obstacles. One is that she was a woman working within the confines of a male-dominated music industry that basically wanted women to be either virgins or vixens, and she was neither of those. That was problem number one. Problem number two is she was pioneering as an artist. The music she was making didn't yet have a context, so there was no way to market her or promote her because what she was doing was very new. Das sagt der Buchautor Howard Fishman hier im Gespräch mit dem amerikanischen Radiosender NHPR. Und er spricht hier über die Musikerin Connie Converse. Über die hat er ein Buch geschrieben, weil das eine wahnsinnig spannende Musikerin ist, über die bisher nur sehr wenig bekannt ist. Connie Converse, die macht in den 50ern Musik, die wir heute Singer-Songwriter nennen. Aber damals, da gibt es dieses Genre noch gar nicht. Bob Dylan kommt ja erst so 10 Jahre später um die Ecke. Und dann ist sie eben auch noch eine Frau mit einer Gitarre in den 50ern. Da weiß noch keiner, was mit diesen Songs anzufangen. Und vermarkten lässt sich das nach damaligen Standards schon gar nicht. Höchste Zeit also, diese musikalische Pionierin ins Rampenlicht zu stellen. Die Frau, die vor Bob Dylan da war, Connie Converse, die stellen wir euch heute vor. Hier ist der Popfilter am Sonntag, den 4. Juni. Ich bin Gregor Schenk. Hi. Eine junge Frau im knielangen Mantel steht vor einer Wiese. Im Hintergrund sieht man Hochhäuser. Der Wind verwuschelt ihre langen Haare. Sie trägt eine Brille und hat ein breites Lächeln im Gesicht. Dieses Foto von Connie Converse, das wird 1946 aufgenommen, im Riverside Park in New York. Da ist sie gerade erst hingezogen. Ihre Freunde sind Bohemians, die interessieren sich für Musik, für Theater, für Kunst, reden und trinken bis spät in die Nacht. In solchen Runden holt Connie Converse manchmal ihre Gitarre raus und spielt ihre Lieder. See that bird sitting on my windowsill? Well, he's saying whippoorwill all the night through. See that brook running by my kitchen door? Well, it couldn't talk no more if it was you. Connie Converse wird 1924 in New Hampshire geboren. Sie wächst in einer Baptistenfamilie auf. Da gelten ziemlich strenge Regeln. Tanzen ist verboten, nicht religiöse Musik auch verboten. Sobald sie alt genug ist, verlässt sie ihr Elternhaus. Sie studiert an einem Mädchencollege in Massachusetts, bricht ihr Studium dann aber 1945 ab und zieht nach New York. Sie raucht und trinkt Alkohol, was ihre Eltern absolut nicht akzeptieren können. In New York beginnt sie aber auch mit dem Songschreiben. Im Song Roving Woman, da geht es um eine Frau, die wechselnde Beziehungen hat und um Geld spielt. But long before I've lost a thing beside my comb, someone tips his hand to me and takes me home. Don't see why. 1954 schafft es Connie Converse mit ihrer Musik sogar mal ins Fernsehen. Sie spielt in der Morning Show von CBS. Ihr erster und einziger Fernsehauftritt. Ein paar Jahre später nimmt sie einige ihrer Songs in einem Tonstudio auf. Diese Aufnahmen bleiben aber lange verschollen, bis ihr jüngerer Bruder Phil sie 2014 zufällig in seinem Keller findet. 1961, da hat Connie Converse schließlich die Nase voll davon, dass ihre Musikkarriere nicht so richtig in Schwung kommt und verlässt New York. Sie zieht nach Michigan. Dort arbeitet sie als Sekretärin und Journalistin. Kurz nach ihrem 50. Geburtstag, da fährt sie mit ihrem Auto los und verschwindet spurlos. And it's not as lovers go to I two, to and fro, but it's one by one. Das ist der Song One by One von Connie Converse. Genau dieses Stück spielt ein guter Freund von ihr 2004 im Radio. Zwei Hörer der Sendung sind so angetan von ihren Songs, dass sie sich auf die Suche nach den anderen Aufnahmen machen. Daraus entsteht dann das Album How Sad, How Lonely. Das erscheint 2009. Auf Spotify kommen die Songs mittlerweile auf über 16 Millionen Streams. Wenn Connie das damals gewusst hätte. Seitdem inspiriert die Musik von Connie Converse auch andere Künstlerinnen. Angel Olsen zum Beispiel. 2017 erscheint ein Tribute-Album, auf dem der Musiker Sam Amidon den Song Trouble covert. And if you go away, as trouble ought to do, where will I find another soul to tell my trouble to? Hier ist sie jetzt im Original, Connie Converse mit dem Song Roving Woman, unser Song des Tages im Popfilter. People say when I stray
lady never showed habituates the looms, and that is where I find myself on many afternoons. But just as I begin to blow away the foam, someone tips his hat to me and takes me home. People say a roving woman is likely not to be better than she ought to be. So when I stray away from where I've got to be, someone always takes me home. Now poker is a game a lady shouldn't play, and every floating poker game just seems to float my way. But long before I've lost a thing besides my comb, someone tips his hand to me and takes me home. Don't see why they always do it. Can't be vanity, must be sheer humanity. When some kind soul remarks with great urbanity, lady, let me take you home. Of course, there's bound to be some little aftermath that makes a pleasant ending for the straight and narrow path. And as I go to sleep, I cannot help but think how glad I am that I was saved from cards and drink. People say a roving woman is likely not to be better than she ought to be. So when I stray, there's positively got to be someone there to take me home. Die amerikanische Songwriter-Pionierin Connie Converse mit dem Song Roving Woman. Der Autor Howard Fishman hat kürzlich ein Buch über Connie Converse veröffentlicht. To Anyone Who Ever Asks, The Life, Music and Mystery of Connie Converse heißt es. Das Album How Sad, How Lonely gibt's unter anderem bei Bandcamp. Verlinke ich euch beides in den Shownotes. Das war der Popfilter für heute. Abonniert den Popfilter am besten überall, wo es Podcasts gibt. Dann verpasst ihr keine Folge. Die Redaktion heute hatte Anke Behlert. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani. Ich bin Gregor Schenk. Bis morgen.